Nach Angaben des Sprechers der Berufsfeuerwehr war der Brand gegen 16.40 Uhr wieder unter Kontrolle. In dem 2014 geschlossenen Mühlengebäude im Überseepark direkt neben dem Mühlgang wurde kein Mehl mehr produziert. Die Flammen sollen den dritten und vierten Stock erreicht haben. Es gibt keine Verletzten zu melden. Schäden noch nicht bekannt an den Löscharbeiten waren unter anderem 5 Löschgruppen, 3 Drehliter und das Grossstanklöschfahrzeug der Berufsfeuerwehr beteiligt. Hinzu kamen 5 freiwillige Feuerwehren aus dem Raum Graz und eine Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr Graz. Über den 3 Drehliter verleckten die Einsatzkräfte 5 Löschleitungen und sogenannte Drehstrahlrohre. Inwieweit weithin sichtbare Industriedenkmale in Mitleidenschaft gezogen wurden, lässt sich noch nicht sagen.